Name ist Dominik Flammer, ich bin Food Scout und Ernährungshistoriker. Ich habe den Auftrag bekommen, die zweite Produzentenarena zu organisieren, das zweite Mal. Zehn mit verschiedenen Leuten aus Liechtenstein. Und habe gefunden, wir müssen unbedingt den Sibi Tatschl holen. Sibi Tatschl ist die Koryphäe überhaupt auf der Nordhalbkugel für Obst, die man noch nicht kennt. Neue Exoten. Und wir haben schon verschiedene Projekte zusammen gemacht. Und wir sind zusammengesessen und sofort gewusst, essbares Liechtenstein. Das Ziel müsste eigentlich sein, dass auf den kommunalen Flächen, sobald kommunale Flächen in Liechtenstein umbauen werden, weil man einen Fußballplatz neu gestalten muss, eine Verkehrsinsel, einen Garten in einer Schule, eine Stadtanlage, eine Parkanlage, dass man dort nicht einfach irgendwelche Zierpflanzen pflanzt, sondern Beere und Obst. So, dass die Biodiversität wieder wächst, dass wir gewappnet sind für die Zukunft, dass vor allem auch die Kinder eine Schulung bekommen, dass sie eine Ahnung bekommen, was wächst bei uns alles, was gibt es alles. Mein Name ist Noel Seele. Ich darf im April das Ruf eröffnen im Kloster St. Elisabeth. Wir sind ein vegetarisch und veganes Restaurant und machen ein provokatives Statement, dass vegetarisch vegane Küche nicht langweilig ist und kein dämpfter Gemüseteller, sondern viel, viel mehr als das. Es war super spannend. Wir haben so viele neue Kontakte geschlossen, wir haben so viel dazu gelernt. Es hat wieder einmal gezeigt, wie wenig dass man denn eigentlich doch weiß, aber wenn man das Gefühl hat, man weiß schon viel. Wir haben sehr viel neue Input bekommen und sehr inspirierend gewesen. Also mein Name ist Patrick Marxer, ich bin ursprünglich aus dem Liechtenstein, also vom Mur. Aber mein Grossvater ist schon in die Schweiz gezogen. Ich komme ursprünglich aus Jona und habe das Geschäft, und zwar das Pure. Das ist ein kleiner Fermentationsladen in Wetzikon. Was ich mitnehme, ist, dass ich das Gefühl habe, das Liechtenstein hat den Vorteil, dass es eine gewisse städtische Art hat und gleich immer noch sehr ländlich und damit auch eine gute Dynamik möglich ist. Man kennt einander, man weiss voneinander. Und das, glaube ich, das bringt einen weiter, eindeutig.